Hallo, liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu Panzer Corps 2 1943 DLC zur nächsten Mission Oboyan. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Wir sehen schon, wir sind hinter den Verteidigungsringen von Jakolevo gekommen und hier geben sich die nächsten Verteidigungsringe eine Freude. 7. Juli 43, mein General, Hauptmann Rudel is back from his latest sortie. I did promise him a meeting with us upon his return. I apologize in advance for what I know is coming, sir. Hauptmann Hans-Ulrich Rudel snaps off a quick salute as he approaches. Permission to speak freely, Herr General. Oberst Wagner looks to you for a moment before nodding to Hauptmann Rudel. What the hell is your army doing? I'm flying almost 20 sorties a day, but every time I look down, it doesn't appear that your forces are even moving. I should be thankful I have never had an easier time identifying enemy tanks because yours are too... Your... 1, 2, 3. Because yours are the ones that are stationary. I heard you knocked out a dozen Soviet tanks, is that right? Hauptmann Rudel is surprised by the question and is silent for a moment. In a single day, yes, but it has not been confirmed just yet. A most impressive accomplishment, wouldn't you agree, mein General? When this campaign is over, we will start the review process to add swords to your Knight's Cross. I appreciate that, Herr Oberst, but it is that very... campaign that I am most concerned with. Your pace on the ground has been set according to a strict timetable. As you have noted yourself, we face an abundance of enemies that we cannot just recklessly engage. Not all of us can strike as swiftly as your Jabo, Hauptmann. We have heard your concerns for the pace of the operation and recognize your outstanding performance. Was there anything else, Hauptmann? Hauptmann Rudel still looks displeased, but he only shakes his head. No, sir. Dismissed, Hauptmann. Okay, wegtreten. Er wollte einfach nur ein bisschen angeben. Natürlich ist es aus der Luft immer so ein bisschen einfacher zu sehen, würde ich mal sagen. Oberst Wagner, wait a moment as Rudel walks off to meet with his ground crew. I was expecting much worse from that one, but he has appointment, General. This operation has not begun well, and there are fears that it will not end well either. We must press on as ordered for now, but we should be ready for change. Rudel is right. This pace cannot continue as is. Primary objective, capture Oboyan, also hier oben. Aus drei Richtungen, okay. Bonus Objectives. Capture all Airfield Secondary Hexes before Oboyan. Also diesmal sind es alles Airfields. Oh krass, okay, das wird lustig. Ach, das war's schon. Okay. Wir kriegen wieder irgendwelche Sachen geschenkt, in Anführungsstrichen. Mein General, if I may interrupt our deployment for a moment, we have received an offer for a resupply of a very unusual nature. As you may already be aware, we have been field testing some dual fuselage Messerschmitt fighters for a couple years now. I have here a report that the project has been cancelled and so it seems the aircraft will never reach full production. However, instead of simply scrapping the remaining prototypes, we could use our influence to appropriate them for use in combat operations for as long as the remaining stockpile of parts will last for. These aircraft boast impressive flying ranges and perhaps we can find some niche for them in our campaigns. You have 8 commendation points, would you... Nein, ich will diese Flieger nicht, wir haben bessere Flieger. So, this line the exchange, alles klar. Wir bekommen einen weiteren Helden, Lars Schmidt als Zielhilfe. 10% Genauigkeit für alle angrenzenden verbündeten Einheiten, alles klar. Schließen. Das sind nicht Einheiten von uns. Unsere Einheiten werden hier aufgestellt.
Das ist also unsere Flanke, die uns schützen soll. Und hier sind echt überall Airfields. Das wird lustig. Ich glaube, wir brauchen diesmal ein paar mehr Jäger, kann das sein? Aber wir sind bei 160 von 160. Viel mehr wird nicht gehen. Aber es gab den Hinweis, wir haben im letzten Mal gar nicht nachgeguckt, ob es Upgrades für unsere Jäger gibt. Nicht so wirklich. Es gibt die HE-219. Die ist günstiger. Hat aber weniger Initiative und weniger Kampfkraft gegen Jäger. Ne, Verteidigung gegen Jäger, also gegen Luftverteidigung. Aber Kampfkraft gegen Jäger ist eigentlich ein schwerer Jäger, wenn ich das richtig sehe. Würde ich jetzt nicht unbedingt eintauschen wollen. Und bei unseren Bombern... jetzt müssen wir mal kurz gucken. Okay. U87G haben wir jetzt hier. Die ist schlechter gegen weiche Ziele, aber besser gegen harte Ziele. Verbraucht allerdings ein Kernarmeefeld mehr. Warum sollte ich eine Messerschmitt 410A mitnehmen? Die ist in allen Belangen schlechter, außer im Kampf gegen Luftziele. Und das soll ein Tactical Bomber sein, okay. Wie sieht es denn in der Reserve aus? Hier haben wir auch noch ein paar strategische Bomber. Nee, da haben wir nichts Neues. Also nichts, was besser ist, sagen wir es mal so. Wobei die U-188A tatsächlich mehr kostet als das. Die ist einzig besser gegen Bomber, aber hat nicht mehr Initiative. Puh, nee, also das ist jetzt irgendwie für mich keine Option. Sie ist, hat ein Stück mehr Reichweite, ja, das ist das Einzige. Okay. Also, wir haben das Problem, dass wir hier sehr, sehr viel Airfields haben. Dementsprechend müssen wir davon ausgehen, dass der Gegner auch entsprechend viele Flugzeuge hat. Dementsprechend müssten wir mal unsere Aufstellung insoweit anpassen, dass wir irgendwie mehr Luftabwehr mitnehmen. Die Frage ist, was opfern wir dafür? Opfern wir dafür einen Scout? Die Scouts haben uns gerade nicht so wirklich viel geholfen. Die standen eigentlich nur sinnlos rum. Was hat denn der hier für einen Helden? Bis zum letzten... Hat er keinen Held? Doch, bis zum letzten Mann. Das ist ein Held, okay. Ich dachte, dass das eine Eigenschaft ist. Okay, wir nehmen den Scout mal raus. Dafür kriegen wir 3 Punkte. Das ist nicht allzu viel. Der Elefant war jetzt auch nur so bedingt wirklich gut. Artillerie brauchen wir eigentlich. Die Frage ist, nehmen wir Jäger mit oder nehmen wir lieber Flachs mit? Wobei die Flak... Wir gucken mal kurz drauf. Flugabwehr leistet Unterstützung für bei Luftbodenangriffen. Das ist halt das Problem. Die greifen halt nur Einheiten an, die... die Lufteinheiten angreifen. Die Bodeneinheiten angreifen, aber nicht, wenn ein Jäger, ein feindlicher Jäger unsere Bomber angreift. Dann greifen die Flaks nicht an. Das heißt, dann kriegen wir immer erstmal Schaden und können dann nach dem Rundenwechsel erst eingreifen, indem wir halt dann die Jäger unter Feuer nehmen. Das heißt, wir büßen immer erstmal Punkte ein. Die Frage ist, was ist jetzt effektiver? Weil wir könnten natürlich dann im Nachgang, zwar haben wir Punkte verloren auf unseren Bombern, können dann aber mit den Flaks die runterschießen, können dann mit einem Jäger die Jäger vom Himmel holen. Und sind dann langfristig, glaube ich, schneller. Das ist so meine Theorie.
Zumal die Flaks auch flexibler eingesetzt werden können, sah sie ja auch als Pack genutzt werden können, als Unterstützungspack. Wobei, die kosten genau 3 Punkte, okay. Gibt es bei den Artillerien was Neues? Nö. Bei den Scouts. So, wir haben jetzt den hier. Tatsache. Der hat aber weniger Verteidigung. Weniger Initiative. Aber er hat eine bessere Kampfkraft. Deutlich bessere Kampfkraft. Das heißt, wir machen das Upgrade mal. Hätte ich eigentlich schon mal machen können vorher, oder? So, wir... Das Blöde ist, wenn ich hier auffrische, dann frischt er auch alle Einheiten aus der Reserve auf. Das will ich nicht. Das kostet uns zu viele Punkte. Deswegen müssen wir tatsächlich die eine... Ich bin auch blöd. Ich rede noch drüber, dann mache ich es noch. Hallo? Irgendwas passiert hier. Ach, der macht das jetzt alles einzeln. Willst du mich verarschen? Okay, wow. Du frischst alles auf, aber mit dem Rückgängig-Button. Er ist ein bisschen bescheuert. Okay, gut, mein Fehler. Zack. Ich muss natürlich hier draufklicken. So, bei dem Mörser. Nee, da ist auch nichts. Wobei, wartet mal kurz. Hummel? Ne, Hummel ist schlechter, klar. Ja. Brummbär? Schlechter. Hier gibt es aber noch... Hey, jetzt lass mich doch mal in Ruhe gucken. Ach, das sind die Beutefahrzeuge, okay. Okay. So, ja, Flugzeuge halt. Wir lassen das mal so. Das Einzige, wo wir mal gucken, ist jetzt... Ach, das geht nicht, weil das ein Kammermeerfeld mehr kostet. Wir müssten also jetzt... Nehmen wir den Elefanten raus. Da kriegen wir 6 Punkte wieder. Das heißt, wir könnten jetzt hier das Upgrade auf die 87G machen. Hier hat er deutlich bessere Kampf. Also nicht mehr so gut gegen weiche Ziele, aber das ist nicht... Wir können ja, müssen ja nicht alle upgraden. Pass mal auf. Wir gucken jetzt mal, dass wir die zwei Schwachen upgraden. Und die Doppel-Us dann im Zweifelsfall immer noch gegen weiche Ziele einsetzen können. Was ist das, ein Deal? Das ist ein komischer Deal, oder? Aber ich mach's trotzdem. So, da haben wir jetzt noch 4 Punkte übrig. Dafür könnten wir jetzt, dafür, dass wir den Ferdinand raus haben, könnten wir vielleicht noch einen Panzer mitnehmen. Mal kurz gucken. Panther kostet... Ach du Scheiße. Ja, der kostet halt 7. Puh. Panzer 3M. Und da können wir noch einen Jäger mitnehmen, würde ich sagen, oder? Wir haben tatsächlich so einen schweren... Also bei den ganzen Flugplätzen nehmen wir jetzt noch einen... Ach, der hat 5 Punkte. Nein, den kann ich auch nicht mitnehmen. Und die BF-109 sind eigentlich keine wirkliche Option mehr. Wobei, so viel schlechter sind die nicht. Die sind halt nur in der Verteidigung schlechter, aber die Angriffswerte sind gar nicht so viel schlechter. Ihr merkt schon, ich bin ein bisschen lost. Was kriege ich denn für 4 Punkte überhaupt noch? Kriege ich irgendwas Sinnvolles für 4 Punkte? Infanterie? Irgendwelche Panzer hier? Beziehungsweise gibt's Flammenpanzer? Panzer 4H kostet auch 5 Punkte. Bringt mir so auch nichts.
Ich bekomme einen Scout. Ich bekomme den Dick Max. Der Zug wäre eine Option, aber ganz im Ernst, das ist auch irgendwie... Ich nehme noch mehr Infanterie mit. Wartet mal. 43er hier. Warum kann ich die jetzt... Nein, weil die 5 Punkte kostet. Ich raste aus. Die 43er Pioniere kosten auch 5 Punkte. Boah, jetzt wird es aber irgendwie nervig. Der dicke Max kostet tatsächlich bloß 2 Punkte, aber der ist auch echt schlecht. Und ich habe keine Jäger mehr, die mit einem... Also wir könnten natürlich die 109 auch wieder zur BF... die 100... Wir könnten die 190 wieder zur 109 machen. Na? Da kriegen wir 2 Punkte raus. Wartet mal kurz. Wir mal kurz überlegen hier. Okay, ich habe jetzt den... Jäger mit den meisten Punkten, mit der meisten Erfahrung wieder zur 109 gemacht und nehmen die jetzt mit. Damit sind wir bei 159 von 160. Und damit können wir, glaube ich, arbeiten. Jetzt frischen wir die hier alle noch auf. Wie gesagt, wenn ich hier auf alle auffrischen gehe, frischt er auch die in der Reserve auf. Und das will ich eigentlich gerade nicht. Die Punkte will ich mir sparen. Die will ich erst ausgeben, wenn ich sie wirklich... ausgeben möchte. Okay, so, dann stellen wir uns mal auf. Im Grunde... Was haben die hier denn hier? Tiger. Der Franz! Franz! Was hat er hier? Eigendynamik. Für jede im aktuellen Szenario ausgeschaltete Einheit erhält diese Einheit bis zum Ende des Szenarios plus 1 Angriff. Hey. Franz! Der kann sogar zweimal angreifen. Nice, also ein Tiger, der zweimal angreifen kann? Why not? Why not? So, Scouts. Zack. Nee, keine Artillerie. Bitte ein Scout. Okay, dann Tiger. Die Tiger lasse ich mal entlang der Straße pushen. Zumindest 3 Stück. Mal kurz überlegen, weil diese Verteidigungslinien müssen wir, glaube ich, eher mit Infanterie auflösen. Dann müssen wir mal schauen, wie wir das dann machen. So, Panther. Der Mörser kommt in die Mitte. Hier drüben gibt es 2 Hummeln. Und hier gibt es auch noch Mrs. Hummel. So, Flugabwehr brauchen wir. 1, 2, 3. So, dann unsere Jäger. Wie viele Flugplätze haben wir denn? 2 Stück. Und jetzt noch unsere Infanterie. Grenadiere stelle ich eher mal in die Mitte. Natürlich auch mit Pionier. Ich will erstmal hier primär auf den Punkt. Haben wir ein Rundenlimit? Sehen wir aktuell nicht. Gut, wir haben alles aufgestellt. Dann würde ich sagen, noch unseren Helden vergeben. Angrenzende Einheit bekommt... 10% Genauigkeit, also alle angrenzenden Einheiten. Jetzt muss man tatsächlich erstmal Einheiten finden, die überhaupt noch einen Helden aufnehmen können. Der Panther zum Beispiel. Oder wie gesagt, hier so ein paar Pioniere. Oder wenn... Auf der Artillerie geht's nicht. Dann machen wir es hier auf einer Pionierseinheit. So, wir speichern nochmal. Und es geht los.
Es gibt wieder kein Rundenlimit. Das ist an für sich gut. Und wir sehen schon wieder, was uns hier erwartet. Nehme ich einen Haufen Minenfelder. Ein Häufchen Minenfelder. Ach, hier sind auch welche. Ja, das dauert halt ewig, diese Minenfelder wegzuräumen. Natürlich richtig, warte mal, wir können richtig assi sein. Wollen wir richtig assi sein? Wir machen das mal anders, damit die sich... Leistet Unterstützungsfeuer gegen feindliche Jagdflugzeuge, die verbündete Bomber... Ach, okay, die Jäger geben sich eh nicht gegenseitig Support. Ich weiß nicht, ob das eine gute Idee ist, was wir jetzt hier gerade machen. Zumal er jetzt hier ja auch Flak hat. Aber vielleicht können wir so erstmal für ein bisschen Verwirrung stiften. Weil am Anfang ist hier die Aufstellung natürlich alles andere als super optimal. Das ist ein Jäger. Und der Jäger ist stark. Das ist eigentlich eine übelst miese Taktik. Aber so holen wir erstmal seine Jäger vom Himmel. Oder erstmal gegen den Bunker. Weil die können das Minenfeld hier wegnehmen. Okay. Eine gute Idee. Kann der jetzt da durchfahren? Ne, der bleibt trotzdem im Minenfeld hängen. Okay, das... Solange das Minenfeld also nicht aufgeklärt ist, kommt er da auch nicht ran. Die Flak. Nehmen den Scout wieder mal ins Flakgebiet mit rein. Ich vermute mal. Ach nee, tatsächlich nicht. Interessant.
Die Flugzeuge. Haben wir noch einen Jäger? Wir haben noch einen Jäger irgendwo. Ja, hier. Ja, da komme ich nicht an, an seinen Biss ran. Schade. Schade, schade, schade. Allerdings könnten wir... Also, ich fühle mich gerade ein bisschen schmutzig, muss ich sagen. Wobei ich auch vermute, dass das irgendwie uns voll auf die Füße fallen wird gleich. ja, kann hier den Bunker noch angreifen. Okay. So, er ist vorgerückt. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in den Rundenwechsel. Ich bin jetzt sehr gespannt, was passiert. Okay, er legt seine ganzen Flugzeuge jetzt nach vorne erstmal. Die Flak bewegt sich, das war klar. Oh Gott, hat er viele Flugzeuge. Oh shit. Ach Gott, die Flanke. Ach du Scheiße. Oh, das wird lustig. Die müssen sich ja schon zurückziehen, ey. Du Scheiße, da kommen noch mehr! Warum greift er nicht erstmal die da unten an und nimmt da den Zweier raus? Die RKI agiert schon wieder. Nehmt doch erstmal... Okay, jetzt kommt der Tiger. No, was? Nur eine Minus 1? Und warum greift er verschiedene Ziele an, wenn er doppelt angreifen kann? Nimmt doch erstmal Kanonen raus. Oh Gott. Stuck. Nimm den Zweier jetzt raus. Sehr schön. So, okay. Wir wissen jetzt, dass er einen Haufen Flugzeuge hat und man hätte sogar noch mehr Flugzeuge oder Flugabwehr mitnehmen können. So, dann konzentrieren wir uns erstmal hier drüben auf die Kollegen. Was sind denn das? Das ist ein Bomber, Jäger, Bomber. Okay, das Flugzeug hier hat ordentlich eingebüßt. Achso, das ist ein Bomber. Entschuldigung, ich wollte natürlich erstmal den Jäger angreifen. Plus 2 gegen Luftziele. Das ist ja schon mal ganz nett. Nichtsdestotrotz, was ist, wenn ich das andersrum gemacht hätte? Okay, dann hätte er einfach noch mehr Damage bekommen. Diesmal bleibt er mit plus 1 stehen. Gut, okay. Nehme ich so hin.
Wir müssen halt versuchen, relativ schnell. Ach, scheiße. Mine, Mine, Mine. Warum kann er sich nicht bewegen? Warte mal, wir machen das mal anders. Wir müssen hier erstmal ein bisschen rumexperimentieren. So. Dann kann der Scout nämlich dahin, die Infanterie kann dahin, dann kann die Artillerie erstmal. Dann können die raus. So, und jetzt könnte der Scout sich weiterhin nicht bewegen. Okay. Ich will halt so schnell wie möglich an die Flugplätze ran. Damit er uns nicht mehr so ärgern kann, versteht ihr? Noch bestimmt ein Haufen Minenfelder, ja. Der Scout kann auch nicht wieder zurück, das ist echt doof. So, er bewegt sich ein Stück weit noch mit nach vorne, okay. Jetzt ist die Überlegung, ob wir hier drüben erstmal für etwas andere Verhältnisse sorgen. Auch wenn er jetzt hier natürlich, das sind alles ein Jäger und ansonsten sind das größtenteils, na hier sind es Jäger vor allen Dingen, okay. Ich will halt erstmal versuchen, ihm so viel hier, also hier auf der Flanke vielleicht schon mal ein bisschen für Ordnung zu sorgen. Weil in das Wespennest jetzt hier oben reinzustechen, ist völliger Blödsinn. So, was wir mal machen ist, wir ziehen unsere Bomber mal aus seiner Reichweite weg, damit er uns die nicht angreifen kann. So, dann hier drüben. Da müssen wir jetzt mal irgendwie drauf reagieren. Erstmal den Bunker weg. So, jetzt hat er keinen Bewegungsradius mehr, der Panzer. Hier kommen wir nicht weiter, weil hier überall Minenfelder sind. Okay. Wir räumen das Minenfeld weg. Was? Moment, was war das denn jetzt? Das ist der Jäger? What the fuck? Guckt euch das mal an, der Jäger hat Artillerie und was zur Hölle? Das habe ich ja noch nie gesehen. Das packt man auf den... Ja, krass. Ja, okay, cool. Habe ich auch noch nicht gesehen in der Form. Okay. Naja, gut. Der Panther hier ist ein bisschen... Der steht gefährlich, weil ich weiß nicht, was von hier unten noch kommt.
Aber gut, liebe Freunde, das soll es für heute, für die Folge gewesen sein. Viertelstunde Aufstellungsphase, dann zwei Runden gespielt. Wir haben keinen Druck. Wir haben kein Rundenlimit. Wir müssen hier nicht auf Teufel komm raus über die breite Front komplett durchpushen. Mit, also komme was wolle. Wir können so viele Runden spielen, wie wir wollen. Es gibt hier auch keinen Malus dafür. Dementsprechend werden wir auch hier versuchen, wieder ganz entspannt an die Sache ranzugehen. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer. Namentlich genannt Yukon, Kirtano, Carbine, Gorwin, Kulle und Game One Fan. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer O'Hare.